irgendwas, was sich lohnt. Ja, ich hätte noch gerne einen weiteren Slot hier oder so. Oh, MG. Was haben wir hier? Explosivschrot. Können wir da wieder welchen basteln oder panzerbrechende MG-Munition? Komm, basteln wir uns ein Auto-Hack. Basteln wir uns noch einen. Ja, wunderbar. Oh, was fehlt der denn jetzt auf einmal? Vor allem, wo kommt der her? Ja, erstmal Waffe mit was anderem laden. Ist da noch einer? Hab ich jetzt die Kraft, mich nochmal mit einem zu prügeln? Ich weiß es nicht unbedingt. Vorher brauche ich noch ein bisschen mehr ionischen Schrot. Okay, also jetzt wissen wir ja, wie es grundsätzlich geht. Die Menschen treffen Entscheidungen. Sind es unsere Entscheidungen? Scheiße! Wieso geht der nicht kaputt? Was habe ich denn hier noch so? Da haben wir hier noch was Sinnvolles? Hat der Weg der dir jetzt eigentlich aggro auf mich? Oh. Huhuhu, das war knapp. Nein, 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 du gehst weg. Nein, scheiße. Da hat er mich gekriegt. Okay, also wir stellen fest, mit ionischem Schrot geht's am besten. Gen-Upgrade kaufen. So, was will ich denn haben? Schaltet einem Kampftoniker zu Gesundheitsupgrade. Erhöht ihre maximale Gesundheit. Ich will auf jeden Fall Plasmid-Slot. Oder was haben wir hier noch? Elektrobolt 2. Feuert kurzfristige Blitze ab, die ihr Ziel kurzzeitig betäuben. Human Inferno, du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst mehr Schaden durch Feuer. Verwendest Eve Saver. Aus weniger Eve. Körperpanzerung verringert alle physischen Schäden. Das klingt eigentlich cool. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Security X verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken. So, also auf jeden Fall hole ich mir schon mal. Das ist sicher ein Plasmid-Slot. Okay. Genau, Telekinese. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Werfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. So, das heißt, jetzt können wir uns noch eigentlich schleudert Kreaturen Objekte mit gewaltigem Energiestrahl zurück. Erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Wiederhole ich mir das, oder... was wollte ich mir holen? Körperpanzerung? Ja, komm, Körperpanzerung.
hat sie jetzt vollgebracht. Was könnte ich denn noch benutzen? So, ich denke, ich werde jetzt einfach mal es soweit belassen. Wollen wir eigentlich jetzt hin? Ich könnte mich natürlich wieder mit dem Big Daddy schlagen. Ich könnte es aber auch durchaus sein lassen. So, also. Oh, was haben wir denn da? Sicherheitslücke, Tonikum. Passt die Temperatur ihres Epidermis dahingehend an, dass Sicherheitskameras und Geschütze verwirren und ihre Reaktion entsprechend verzögern. Das ist cool. Glücklich. Das will ich haben. Und ich höre sie auch schon. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist nicht geduldig. Und wir müssen es auch sein. Ja, alles will man beschränken. Ich dachte, es sei hier eine Stadt, wo man frei ist. Wo man keinen Beschränkungen unterliegt. Ist mir eigentlich zu schade dafür, vielleicht geht's damit. Ja, damit geht's. Boah! Nein! Aua, das war wirklich. Dann renne ich auch noch in dieses komische Ding rein. Boah, ich hab's heute echt nicht mit dem Überleben. Das geht gar nicht. Komm, immerhin ballert das Ding für mich. Gut, das heißt, das ist jetzt auch schon mal aus. Gut, aus irgendeinem Grund renne ich jetzt wieder langsam. Okay, ups. Da will wieder einer Schläger, oder? Oh, Granaten. Noch mehr Granaten. Das gefällt mir doch. Nietenpistole, juhu. Ah, und ein Tonband wieder. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zwingen. Wenn dir nicht gefällt, was von Fein macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Scheiße!
Sicherungstests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen glühen, sind wir im Geschäft. Verdammt nochmal. Hey, abregelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Das ist doch alles immer extrem wichtig. Oh, ich hasse diese Kameras. Vor allen Dingen, wenn ich so hier vor mich hinschleiche. So, und ein Film. Ich sollte mehr fotografieren. Fällt mir so gerade ein. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Stanfords Praxis verlassen habe. Ich kann Bridger fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun würde. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Ranger zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Ist ja auch ein Stück weit was dran, aber eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise. Wunderbar. Da steht der Granate, Verbandskasten. Perfekter Verkaufsautomat. Das hat sich hier richtig gelohnt. Was haben wir hier liegen? Bistüch. So, da waren wir überall. Ah, ein bisschen Wasserkraft. Vielleicht ist das hier die Energieversorgung hier. Wäre auf jeden Fall interessant. Naja, wo macht's hier Wusch? Okay, alles ein wenig kaputt. You invent. Ach, das ist das Ding. Ich dachte, es sei jetzt etwas Gendatenbankmäßiges. Meine Plasmide auszutauschen. So, die habe ich alle schon ausgebeutet. Ah. Was hätte ich hier gerne? Ein Sicherheitssystem. Ich brauche keine Telekinese fürs Erste. Ich brauche ein Sicherheitssystem. Hier sonst noch irgendwas Spannendes? Okay, hier habe ich nur zwei drin. Ich gucke jetzt einfach mal kurz durch, wo ich mehrere habe. Schaut, ein Alarm, Hacker, Fokus. Jetzt sieht doch alles sehr, sehr cool aus. Ja. Dämpft deine Schritte und erhöht beim ahnungslosen Gegner massiv den Schaden durch Nahkampfangriff. Okay. Ja, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, weil ich schleiche mich ja nicht so an. Ich gehe immer sehr frontal. Shit, wo ist die Kamera? Wo ist die denn bitte? Ach, da ist die. Uhuhu. Das hat zwar nicht richtig funktioniert, aber egal. Dö. Und wir sind wieder hier. Und schleichen ewig langsam durch die Gegend hier. Achso, hier war dieser Tempel von den Freaks. Oder? Ist das was anderes? Ich glaube, es ist dasselbe. Da ist irgendwas Essbares. Und weg ist er. Ach so, das war mein Ding, was hier geschossen hat. Ach so. Nein! Fast hätte ich dich! Mann! Boah, ich krieg echt noch zu viel. Wo ist Mr. Bubbles? Ich will mein wandelndes Eve haben.